Hallo ihr Lieben, hallo Andreas. Hallo Verena, hallo zusammen. Großartig, dass ihr da seid, denn wir werden heute ein neues Thema beginnen. Und zwar werden wir uns mit Mikrocontrollern, Sensoren und Aktoren beschäftigen. Am Ende der Reihe wisst ihr alles Wissenswerte über Mikrocontroller und seid in der Lage, eure eigenen Projekte selbstständig zu verwirklichen. Mikrocontroller sind nämlich wahnsinnig wichtige Bestandbauteile in verschiedenen Geräten, wie zum Beispiel in Spielekonsolen, aber auch in euren Smartphones oder in Küchengeräten, wie zum Beispiel in manchen Kaffeemaschinen. Prost, Verena! Dankeschön! Im ersten Kapitel werden wir aber nochmal genauer auf Mikrocontroller eingehen und werden dort sogar unser erstes Projekt verwirklichen. Genau, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns immer über dieses grüne Fragezeichen erreichen. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bleibt gesund. Ganz viel Spaß wünscht euch euer Didaktik Aktuell Team.